Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem, ja, neuen Let's Play, kann man nicht sagen, aber ich hatte euch versprochen, dass ich ein Let's Play machen werde, sofern Shadowlands draußen ist von WoW. Also herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe oder einem neuen Let's Play von WoW Shadowlands mit euren Gurken Gustav. Wir werden hier definitiv einen komplett neuen Char anfangen. Ich werde eine Klasse nehmen, die ich zum Beispiel noch gar nicht gespielt habe. So überhaupt noch nicht, oder doch hatte ich mal gespielt, kurzzeitig. Ich hatte diese Klasse mal angefangen, habe sie aber dann wieder gelöscht, weil ich auch für diese Klasse keine Zeit mehr hatte. Und ich hatte euch aber versprochen, dass sofern Shadowlands ein paar Wochen schon da ist, werde ich mich darum kümmern, dass wir ein Let's Play machen über Shadowlands, wie ihr dort leveln könnt am besten, ob es schwer ist oder einfach ist, wie das Ganze aufgebaut ist und so weiter und so fort. Ich habe schon ein paar Addons installiert, die wir nachher gleich erstmal einstellen müssen. Wir fangen jetzt aber erstmal mit dem Server an. Wenn ihr neu seid in Shadowlands, definitiv sucht euch einen Server für neue Spieler aus. Das hat einen Grund, warum Blizzard das gemacht hat, und zwar damit diese ganzen, ja, Spieler vernünftig verteilt sind. Für neue Spieler, diese Server sind meistens die, die wirklich nicht komplett einmal überrannt sind, die auch nicht komplett überlaufen sind und wo man euch ja auch so ein bisschen eventuell auch helfen kann, von anderen Spielern, die eventuell selber neu angefangen sind, vielleicht schon ein bisschen weiter sind, und ja, die euch dann wirklich mal bei irgendeiner Quest sagen können, wie was funktioniert. Ich werde definitiv den Server Norgadon nehmen. Ich nehme nicht Don Morok, ich nehme Norgadon. So, zack. Und auf Norgadon werden wir uns jetzt einmal mit dieser Charaktererstellung befassen. Wer schon mal WoW gespielt hat, weiß, dass die Charaktererstellung vorher ein bisschen anders ausgesehen hat. Sie war relativ, ja, ich sag mal, schlicht und einfach. Mit Shadowlands hat sich das geändert, wie ihr seht, oder die es schon mal vorher gesehen haben, wie es vorher ausgesehen hat. Es ist erstmal ein bisschen übersichtlicher geworden, einmal von den Rassen und von den Klassen unten. Denn wir haben nicht mehr alles so bupp, ein Fenster gebappt, sondern wirklich schön verteilt hier auf unserem Bildschirm. Das heißt, auf der linken Seite haben wir wirklich die ganzen Allianzvölkchen und auf der rechten Seite haben wir die ganzen Hordevölkchen. Ich werde definitiv keine Rasse nehmen, die ihr eventuell am Anfang auch nicht besitzen werdet. Deswegen werde ich definitiv keinen Lernelf nehmen, keinen nicht geschmierten Drenal, keinen Dunkeleisenzwerg und auch keine Kultiranerin oder Kultiraner und auch keinen Mechagnom. Ich werde wirklich nur die Reihe da vornehmen, weil das sind genau die Klassen, die ihr eigentlich, ja, wenn ihr ganz frisch und ganz neu seid bei WoW und Shadowlands euch geholt habt, sind das die Klassen, die ihr euch auswählen könnt. Ich werde auch keinen Dämonenjäger nehmen. Hat einfach den Grund, das würde euch beim Let's Play nicht wirklich helfen, und diese Let's Plays sollen ja auch dafür da, damit ich euch so ein bisschen weiterhelfen kann. Wie gesagt, ich werde definitiv allerdings eine Klasse nehmen, mit der ich mich gar nicht auskenne, die wir dann spielen werden. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal schauen, ob diese Klasse eventuell bei den einzelnen Rassen da sind. Ich werde aber allerdings nicht eine Frau nehmen, sondern einen Mann. Und wir spielen das Ganze auf Allianzseite, nicht auf Horde-Seite. Denn es sind genug Leute, ja, mit Shadowlands zur Horde gewechselt. Muss ich das nicht auch noch tun? Also, wir bleiben definitiv auf Allianzseite und wir werden einen Schurken spielen. Was für ein Schurken, müssen wir erst sehen, das erfahren wir erst nach Level 10. Warum erst nach Level 10, das werde ich euch später erzählen und auch erklären. Wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir hier wirklich erstmal gucken, welche Rassen eigentlich Schurken spielen können. Und zwar, der Mensch kann einen Schurken spielen, wie wir das hier sehen. Und zwar, da. Der Zwerg kann auch einen Schurken spielen, sehen wir hier. Also alles, was beleuchtet ist, könnt ihr spielen. Alles, was ausgegraut ist, könnt ihr nicht spielen mit den Klassen. Wir können auch einen Baumschmuser nehmen oder beziehungsweise Nachtelf. Den könnten wir auch als Schurken nehmen. Wir können auch einen Gnom als Schurken nehmen.
Wir können allerdings keinen Draenei als Schurken nehmen. Heißt also, der Draenei fällt schon mal weg. Wir können auch einen Vork als Schurken nehmen. Und wir können natürlich auch einen Pandaren als Schurken nehmen. Also den einzigen, den wir nicht als Schurken nehmen können, ist der Draenei. Den gibt es nämlich nicht als Schurken. Ansonsten können wir alle Klassen wählen. Vom Mensch, ja, über Zwerg bis hin zum Pandaren. Jetzt ist die Auswahl schwer gerade. Was nehmen wir da? Denn wir werden nicht in diesen klassischen Gebieten leveln, die wir früher hatten, sondern ich werde euch wirklich oder mit euch wirklich durch das Gebiet gehen, was ihr bekommt, wenn ihr in Shadowlands komplett einmal neu beginnt. Das heißt, wir werden uns dann auf die Insel katapultieren lassen oder dort anfangen, weil dort werdet ihr definitiv auch anfangen. Okay, jetzt müssen wir bloß mal schauen, was wir nehmen. Nachtelf? Nee, Nachtelfen laufen schon zu viele rum, würde ich sagen, als Schurke. Vork, Vork habe ich aber allerdings schon. Wir nehmen einen, genau, wir nehmen einen Menschen. Den können wir ja auch als Schurke nehmen. Sehr schöne Animation, muss ich ganz ehrlich sagen, wie die sich hier so bewegen. Also wie gesagt, wir nehmen einen Menschen. Und dann gehen wir hier auf Anfassen. Jo, sieht sehr faltig aus. Im Gesicht. Das müssen wir aber mal schleunigst ändern. So, dann wollen wir mal schauen. Hautfarbe. Können wir uns wirklich aussuchen? Jede Menge von bis Nummer 10 können wir uns aussuchen. Das ist für was anderes, glaube ich. Ich glaube, bei dem geht das gar nicht. Doch, geht auch. Okay, dann müssen wir halt mal schauen, wie wir das machen. Ich bin... Wir nehmen die 6 bei der Hautfarbe. Dann nehmen wir gesichtsmäßig die... Oh, nehmen wir mal die 1. Die Gesichtsform nehmen wir schmal, breit, rund. Oh, ich nehme mal schmal. So, Frisur, Schurkenfrisur, gibt es hier sogar richtig. Und dann haben wir da Glatze, Arbeiter. Ja. Oh, bisschen Profil ändern. So, Glatze, Arbeiter. Soldat? Nee, das sieht doof aus. Monk, Baba. Eigentlich ist er, ist das ja ein Schurke. Wir lassen den Zopf. Sieht ganz gut aus. Die Haarfarbe würde ich sagen, machen wir mal schwarz die Haarfarbe. Dann werden wir ihm einen Bart verpassen. Genau, einen Hufeisen. Und dann werden wir ihm noch einen... Nein, nein. Oh, werden wir mal. Obwohl, das können wir eigentlich. Können wir das da so lassen? Ja, das lassen wir so. Sieht ganz gut aus. So. Und die Koteletten. Na, das sieht doch nach Schurke aus. Das würde ich sagen. Passt doch sehr gut. Okay. Schauen wir uns die Augenbrauen nochmal fix an, ob wir die nochmal ein bisschen verändern können. Also ihr könnt euch hier wirklich austoben bei der Charaktererstellung. Boah, das sieht doch schon besser aus. So, und dann nehmen wir noch die Augenfarbe, eine andere. Man könnte auch zwei Augenfarben nehmen, aber das sieht nicht schön aus beim Schurken. Aber das sieht sehr gut aus. Dann nehmen wir das nämlich so. Sehr gut. Schön, schön. Dann haben wir das. Gut, jetzt fehlt bloß noch ein Name. Wie wollen wir den Guten denn nennen? Ach, bei Namen, das ist immer so eine schwierige Sache. Aber ich nenne den einfach... Gurken Gustav. Wir nennen ihn, also ich nenne meinen Gurken Gustav. So, wenn ihr euch einen Namen halt wie gesagt gefunden habt, könnt ihr, wenn ihr WoW schon mal gespielt habt und einen Charakter hochgelevelt habt, könnt ihr euch das aussuchen, ob ihr in Nordheintal anfangen wollt zu questen oder halt auf der Insel der Verdammten.
Wer sich halt als allererstes Mal in WoW befindet und Shadowland auch spielt, also noch nie irgendwie einen Charakter erstellt hatte bei WoW und noch nie einen Account hatte bei WoW, fängt grundsätzlich auf die Insel der Verbannten an. Dort werde ich mit euch jetzt auch anfangen. Zack. So, dann haben wir hier unseren Schurken. Wie gesagt, ist auf Norgalon. Und dann wollen wir uns doch mal fix schnell die Addons hier angucken. Für unseren Gurken Gustav. Was brauchen wir? Also, ich habe jetzt bei einmal die Conro Conflict Rotations Optimizer. Der hilft mir bei der Rotation ein bisschen. Weil ich kann mir leider wirklich nicht alle Rotationen merken von jeder einzelnen Klasse. Habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust zu. Deswegen hilft mir dieses Addon ein bisschen. Und wir haben einen Schurken. Das heißt, das andere, dann nehmen wir die Haken einfach raus. Dann haben wir den Auktionator. Auch sehr nice. Den lassen wir drinnen. Dann haben wir hier einmal Ken Aimogget. Das ist dafür da, um zu gucken, ob ich irgendeine Klamotte transmocken kann. Das lasse ich natürlich auch drinnen. Das Ding kann ich rausnehmen. Brauchen wir im Moment nicht. Haben wir keinen Befehl zu stark. Bei Details können wir rausnehmen. Einmal den Raid Power Bar, dann den Target Caller. Wir können rausnehmen. Die Cast History brauchen wir auch nicht. Den direkten Damage Meter lassen wir an. Alles andere von Details machen wir raus. Ich nutze nämlich gerne Details als Damage Meter. Ihr könnt auch gern jedes andere verwenden. Das ist euch überlassen. Dann haben wir hier Gatermate. Gatermate 2, das zeigt mir dann, wenn ich einen Abbauberuf habe, wie zum Beispiel Bergbau oder halt Kräuterkunde, zeigt mir Gatermate an, wo ich ein Kraut oder ein Erz abgebaut habe, symbolisiert mir das oder zeigt mir das anhand eines Symbols an. Ey, da warst du schon, da hast du was abgebaut, guck mal nach, ob eventuell was neu steht. Lassen wir natürlich an, denn wir werden die Berufe des Bergbaus und des Kräuterkunde ausführen, nur um Geld zu verdienen zum Anfang. Dann den Carlyle Tracker ist ein Quest Tracker, der mir meine Quest ein bisschen vernünftiger anzeigt. Dann der Minimap Button Tasche ist für die ganzen Minimap Buttons da. Porn, mal überlegen, lasse ich Porn an, mache ich es auch. Ach, ich lasse Porn einfach mal an. Dann haben wir noch Raider.io. Bei Raider.io nehmen wir alles soweit raus, bis auf die Allianz mit Mythisch Plus. Ansonsten Horde können wir rausnehmen. Wir sind kein Horde-Spieler, interessiert uns ehrlich gesagt Cola-Keks. Und das Ganze machen wir auch mit den Raid-Sachen. Allianz lassen wir drin, allerdings Horde-Sachen nehmen wir raus. Hat allerdings nachher nur einfach damit was zu tun, wenn wir dann soweit sind und anfangen Mythisch zu laufen oder halt einen Schlüsselstein zu laufen. Können wir anhand der Raider.io erkennen, ob dieser Spieler eventuell schon mal einen Schlüsselstein gelaufen ist, den wir einladen. Wenn nicht, müssen wir uns halt darauf einstellen. Und falls doch schon mal gelaufen ist, gehe ich dann immer davon aus, dass er auch weiß, was er tut. Dann haben wir hier noch Rescan. Ihr könnt es ja mit reinnehmen, müsst ihr aber nicht. Denn der zeigt euch einfach nichts weiter an, als ob irgendwo ein Rare durch die Gegend rennt, den ihr umhauen könnt. TomTom mache ich aus. Weak Aura brauche ich im Moment auch nicht, denn ich habe für den Schurken keine Weak Aura. World Quest Tracker brauchen wir auch nicht, denn wir haben momentan auch keine World Quest, denn wir fangen ja neu an. Und dann haben wir noch einmal Icy Find Stats Priorität. Ganz schön, also ich finde das Addon sehr nice, denn das zeigt dir über der Charakterabbildung an, welche Stats du brauchst. Danach kannst du dann deine Klamotten suchen. Addon Skins ist für was anderes. L4i erkläre ich euch gleich, genauso wie das andere, was hier steht. Und dann habe ich halt bloß noch ja, Deadly Bot Mode. So, das sind so die Addons, die wir verwenden werden. Andere Addons werde ich definitiv nicht verwenden. Bis auf World Quest Tracker nachher, wenn wir soweit sind. Okay, dann klicken wir da mal auf OK raus. Auf, das haben wir soweit erledigt. Sehr gut. Solltet ihr veraltete Addons verwenden, dann bitte hier einen Haken reinmachen, damit die auch geladen werden. Ansonsten, wo kriegt ihr die Addons her? Ganz einfach, und zwar über die neue Curse App. Ihr könnt diese Curse App in der Beta runterladen, direkt auf Curse. Da einfach mal bei Google Curse App eingeben und dann könnt ihr die dort runterladen. Ladet euch bitte nicht die Twitch App runter, weil Twitch und das unterstützt nicht mehr Addons, beziehungsweise nicht mehr die Updates von Addons. Twitch wird dann, denke ich mal, ab einem bestimmten Zeitpunkt ein reiner, ja, eine reine App sein, nur um sich irgendwelche Leute anzugucken.
Ne, müsst ihr euch wissen. Aber wenn ihr Addons haben wollt und die aktualisieren wollt, ganz locker, leicht und einfach, dann bitte wirklich alles über Curse machen. Ich denke mal, das ist dann da wirklich selbsterklärend, da braucht ihr nicht viel tun. Gut, okay, wir haben jetzt soweit alles eingestellt. Wir betreten jetzt erstmal die Welt. Ihr seid ein Soldat der edlen Allianz. Einer Koalition aus Königreichen, die Ideale wie Mut und Gerechtigkeit in ganz Azeroth bewahren. Kürzlich ist eine Allianz-Expedition zu einer unerforschten Insel verschollen. Als neuer Rekrut seid ihr Teil einer Rettungsmission, die von Sturmwind aufbricht. Bringt die Expeditionsmitglieder sicher nach Hause. Für die Allianz! So, wir haben hier jetzt noch ein bisschen Installation zu tun. Das können wir wegmachen, das ist nur eine Fehlermeldung. Ihr könnt, wenn ihr wollt, diese Sachen hier ausblenden. Das ist ein Tutorial, was Blizzard einblendet für Leute, die noch nie gespielt haben. Ob ihr das jetzt macht, ist wirklich eure Sache. Ja? Weil Blizzard zeigt euch damit bloß an, wo ihr, ja, wie ihr gehen könnt und so weiter und so fort. Huch. Kriegt das hier irgendwie alles was hier über Seite gezogen, damit wir jetzt hier mal so. Gut, wenn ihr das ausstellen wollt, geht ihr einfach nur, ich glaube, das war ein Interface und dann kann man das Ganze über. Ich weiß nicht, was hier. Muss ich selber erstmal gucken, wo das gewesen ist. Anzeige mit da. Tutorials, also auf Anzeige gehen, dann auf Tutorials, da könnt ihr das dann ausblenden, das Ganze. Okay, zurück zum Spiel. Ich mache jetzt einfach mal einen Reload. So. Und das Ganze ist immer noch da. Was soll das? Nee. Na gut, dann halt nicht. Dann lassen wir es halt so, wie es ist. Wir werden jetzt aber definitiv erstmal 11 Uhr einsteigen. Das ist allerdings nicht wirklich schwer. Ihr müsst 11 Uhr eigentlich verwenden. Ich verwende es aber, weil ich mich an 11 Uhr so gewöhnt habe. Dann einmal das. Und dann hätte ich gern alles im Dunkel. Und in der Autoskalierung. Danke. Dann bin ich ein Nahkämpfer. Und ich hätte gern nur Symbole. Und dann ist die ganze Sache auch schon abgeschlossen. Dann hätten wir das erstmal. So. So würde das Ganze aussehen, nur mit 11 UI. So, und jetzt mache ich allerdings noch was anderes, und zwar will ich hinterfix das noch installieren, denn ich bin in so einer Sache immer ein klein bisschen faul. Chat-Einstellung machen, Infotexte, jo, wollen wir auch. Also wie gesagt, ihr müsst es nicht unbedingt machen, ihr könnt auch gerne die ganz normale, ja, Blizzard-UI behalten, wenn ihr wollt. Wie gesagt, mir gefällt die normale Blizzard-UI allerdings nicht. So, jetzt gehen wir noch fix auf Addons einstellen. Und dann ist das ganz auffällig. So, und damit habe ich meine Map eingebunden und ich habe mit dem ganzen Titelkram hier auch meinen Damage-Meter eingebunden, den ich so jetzt lassen werde. Den werde ich jetzt definitiv nicht weiter setzen. Das Ding hier, diesen Totkopf, den setzen wir einmal
weiter gleich nach unten, aber dazu muss ich erstmal hier dieses Fenster gleich wegkriegen. Dann haben wir hier noch ein Fenster, das setze ich hier oben hin. So, genauso wie das hier. Was mir einfach nur anzeigt, ob ich was voll haben will, also einen vollen, ob ich die volle Rotation haben will oder einfach nur Burst-Schaden-Rotation. Ich nutze natürlich die volle Rotation. Und auf der anderen Seite kann man einstellen, ob jetzt in Single oder AOE oder halt automatisch. Automatisch heißt nichts weiter als, dass er ab eine bestimmte Mob-Zahl oder Ad-Zahl dir dann die passende Rotation dafür anzeigt. Wie gesagt, müsst ihr aber nicht selber wissen, ob ihr das haben wollt oder nicht. Also ich behalte es definitiv. So, ich muss jetzt bloß noch mal ganz kurz hier in diese Einstellungen rein. Warte mal, vielleicht krieg ich es auch so hin. Ne, so wird das nichts. Dann gehen wir einmal kurz und muss ganz kurz hier in die Einstellung rein. So. Und muss mal ganz kurz die Aktionsleisten unten ausblenden. Spielerleiste. 1 ausblenden und 2 ausblenden. So, jetzt kann ich doch draufklicken. So. Und jetzt mache ich die Spielerleiste 1 wieder an und die Spielerleiste 2 mache ich auch wieder an. Halt. So, sehr schön. So, gut, dann haben wir hier, wie gesagt, unser ganz normales Interface. Es ist schön, dass da ein Freund von mir mir gerade angeschrieben hat, da kann ich euch das auch gleich erklären. Ihr habt hier ganz, ganz viele Fenster eigentlich auf der linken Seite. Das ist euer Chatfenster. Einmal bei mir ist es jetzt unterteilt, einmal in Allgemein. Das Allgemeinfenster zeigt euch halt die ganzen Sachen allgemein an. Wie zum Beispiel, wer gerade was im Handelschannel schreibt und so weiter und so fort. Dann gibt es einmal euer Log. Dort könnt ihr anzeigen, was ist gerade passiert. Zum Beispiel, was habe ich gerade gezaubert, was wurde auf mich gezaubert, was, ja, sage ich jetzt mal, hat der Boss gerade gecastet und so weiter und so fort. Alles, was mit deiner Aktion bzw. was dir passiert, steht hier im Log drin. Dann habe ich noch ein Fenster, das nennt sich Beute. Hier wird meine ganze Beute angezeigt, also alles das, was ich loote. Und dann habe ich hier noch ein extra Flüsterfenster. Dort wird mir dann halt angezeigt, wenn mich jemand anschreibt oder mich anflüstert, wie zum Beispiel hier steht gerade der Name Ken. Er hat mich gerade angeschrieben, hat mir gerade was erzählt, dem werde ich auch gleich antworten fix, sofern dann ja dieses Video hier zu Ende ist. Gut, okay, jetzt zu dem Fenster hier auf der linken Seite, dann geht es weiter auf der rechten Seite. Wie gesagt, dort habe ich einfach nur eingebunden mein Damage Meter, also einmal Details, dann habe ich hier meine kleine Minimap. Hier habe ich mein Quest-Block-Fenster, da habe ich einen Filter drin, und zwar, dass mir das automatisch in der Zone, in der ich gerade bin, dann mir auch die Quest anzeigt, die ich gerade dort zu tun habe, damit ich hier nicht wirklich ja das ganze Quest-Block jedes Mal voll habe. Gut, okay, dann haben wir hier noch die Anzahl, wie viel Gold wir verdient haben. Dazu kommen wir später, das ist für das Anima, was wir jetzt im Moment noch nicht haben. Ansonsten, wie gesagt, einfach nur unsere Aktionsleisten, die werde ich gleich noch fix ändern. Die werde ich gleich noch ein bisschen größer ziehen. Dann hier unsere Energieleiste vom Schurken und für unsere Kombo-Punkte darüber. Gut, wir werden mal hier ein bisschen weiter rausgerollt. So. Dann geht es hier oben weiter. Wir haben auf der rechten Seite unser Buff- und Debuff-Fenster. Buffs sind immer also die Sachen, die wir uns selber raufcasten oder von befreundeten Mitspielern oder Gruppenmitspielern in die oder drauf gezaubert bekommen. Die werden hier oben angezeigt. Ein Stückchen weiter runter ist dann eine Debuff-Anzeige. Debuffs sind alles das oder die Sachen, die wir von gegnerischen NPCs ja als Schadenszauber raufgesetzt bekommen, die halt über Zeit runter ticken. Meistens geht ein Debuff um die von ich sag mal von ein paar Sekunden, 2-3 Sekunden, es kann auch mal eine halbe Minute werden. Das ist immer unterschiedlich, wie groß dieser Debuff ist. Das ist von Schattenschaden bis hin zu Bewegungsverlangsamung ist eigentlich alles dabei an Debuff. Da müsst ihr einfach bloß ein bisschen weiter runter gucken, was euch da gerade so martert und foltert. So viel zum Thema Buffs und Debuffs, die hier auf der rechten Seite angezeigt werden.
Dann komme ich bei mir mal fix zur Mitte. Dort ist nichts weiter als meine Spieleleiste. Bei euch ist die hier unten rechts. Bei mir ist sie hier oben. Ja, dort könnt ihr eigentlich alles sehen. Von Charakterinformationsfenster. Das sieht bei mir so aus. Bei euch vielleicht ein klein bisschen anders. Dann das Zauberbuch. Dort könnt ihr dann schauen, welche Zauber ihr schon in eure Leiste habt, welche noch nicht. Da steht wirklich alles drin, auch die Spezialisierung, die ihr dann habt. Dann haben wir hier Spezialisierung und Talente, kann ich leider noch nicht draufklicken. Kommen wir dann dazu, wenn es soweit ist. Dann haben wir hier eine Freundesliste, ja, da stehen halt alle eure Freunde drin. Dann bei Gilde steht alles drin, ob ihr eine Gilde habt, wie die heißt und so weiter und so fort, wer da momentan online ist. Dann bei Suche nach Gruppen, bei mir nennt sich das Ding Suche nach Gruppen, bei euch ist das das Dungeon Tool. Bei mir sieht es wie gesagt so aus, auch da können wir im Moment noch nicht raufgehen, auch bei euch ist das ausgegraut. Liegt einfach nur daran, wir sind noch nicht so weit, in einen Dungeon reinzugehen. Dann haben wir, also ich habe das bei mir jedenfalls bei, die direkte Bildschirmaufnahme. Ich glaube, das habt ihr in der Blizzard, normalen Blizzard UI habt ihr das nicht. So, dann habt ihr eine Tasche. Wenn ihr auf W drückt, öffnet die sich komplett einmal, dann habt ihr alles offen. Und dort befindet sich dann, wenn ihr einen Gasthof oder einen Gastwirt aufsucht, befindet sich in der Tasche auch ein Ruhestein. Dieser wird bei mir dann hier oben angezeigt, damit ich nicht ständig in die Tasche gucken muss. Und früher gab es noch, also noch vor Shadowland, gab es noch die Pfeife des Flugmeisters. Im Shadowlands gibt es diese nicht mehr, muss ich dazu sagen. Die hat da keine Verwendung. Im BFA gab es die noch, in Shadowlands gibt es die nicht mehr. Diese Pfeife des Flugmeisters. Warum das so ist, fragt mich nicht, weiß ich nicht. Müsst ihr Blizzard fragen, die werden euch da Antwort drüber geben. Dann habt ihr noch einen Button, das ist für die Erfolge da, wenn ihr da reinguckt. Wenn ihr neu angefangen habt, steht bei euch nicht 15.445, so wie bei mir, sondern es steht wirklich einfach nur 0. Es steht da wirklich eine 0 hinter und da könnt ihr dann gucken, was könnt ihr machen. Einmal als Zusammenfassung, was ihr schon gemacht habt. Bei euch steht jetzt überall 0 hinter, bei mir steht schon ein bisschen was. Auch jetzt so bei Charakteren und so weiter könnt ihr schauen, was kann ich tun, was muss ich tun, was will ich tun und so weiter. Bei Quests genauso, da könnt ihr alles einmal runtergehen und nachquesten, wenn ihr wollt. Erkundungen genauso, wenn ihr PvP verliebt seid, dann könnt ihr auch Spieler gegen Spieler wie zum Beispiel Ehre sammeln und weiß der Geier was nicht alles. Ist wie gesagt alles euch überlassen. Dungeons Erfolge machen könnt ihr von Classic bis hin nach Shadowlands, Schlachtzugserfolge, Berufserfolge, Ruferfolge könnt ihr machen. Für die einzelnen Expansions, die es gegeben hat. Dann gibt es noch Weltereignisse. Weltereignisse sind nichts weiter als Feste, die einmal im Jahr stattfinden. Wie zum Beispiel das Mondfest, die liegt in den Nobelgartenfest und so weiter und so fort. Winterhauchfest ist hier in WoW das bekannte Weihnachtsfest, was, ich weiß gar nicht, ist es schon oder kommt das erst noch? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht so genau. Müsste man gleich mal in den Kalender gucken. Schauen wir einfach gleich nach. So, dann könnt ihr Erfolge für Haustierkämpfe machen. Wenn es um Haustierkämpfe geht, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich persönlich der falsche Ansprechpartner. Ich level nicht mit Haustierkämpfen. Ich halte auch nicht viel von Haustierkämpfen. Ja, so ein Haustier mal sammeln ist okay. Wenn wir eins finden, behalten wir es und wir es schon haben. Aber ansonsten, ich werde hier jetzt nicht euch zeigen, wie ihr das hochzuleveln habt oder sonstiges. Dafür gibt es Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, die kennen sich damit wirklich viel, viel besser aus als ich. Dann gibt es hier noch die ganzen Sammlungen, wie zum Beispiel Spielzeuge, die ihr sammeln könnt, Reittiere, die ihr sammeln könnt. Wie ihr seht, da habe auch ich noch nicht ganz so viele. Und bestimmte Vorlagen, die ihr zum Beispiel sammeln könnt, auch da habe ich noch nicht ganz so viele. Dann gibt es noch Erweiterungsfeatures, wie zum Beispiel Argentum-Turniere, die ihr machen könnt, Inselexpedition vom BFA, dann die Drin-Organisation. Dann jetzt in der neuen Expansion halt, wie gesagt, Torgast und das Paktsanktum. Dann gibt es Heldentaten. Was sind Heldentaten? Ganz einfach. Heldentaten sind Sachen, die du mal gemacht hast und nicht mehr machen kannst. Wie zum Beispiel Ereignisse, der 16. Geburtstag von WoW, den gibt es nur einmal, den gibt es danach nie wieder. Ist nun mal so. Oder der 15. Geburtstag oder der 14., der 13., der 12. Geburtstag. Da kann man mal sehen, wie lange ich schon WoW spiele. 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Das ist schon eine lange Zeit. Also es
Heldentaten sind immer alles das, was du nur einmal machen kannst und dann nie wieder. Das zählt dann als Heldentat. Das, wie gesagt, gibt es einmal als Reittiere, einmal als Ereignisse und einmal als Promotion. Ich habe hier dafür nur diese beiden Sachen drin. Bei Promotions, bei Reittiere habe ich halt ein klein bisschen mehr. Sind allerdings auch nur vier. Das sind dann irgendwelche Mounts, die es nicht mehr gibt. Oder die man halt nur sehr schwer erfarmen kann. Und dann gibt es nochmal die klassischen Erfolge. Auch die könnt ihr machen, müsst ihr nicht unbedingt. Das ist wie gesagt eure Sache. Okay, soviel zum Thema von diesen Erfolgszeugs, damit ihr da auch schon mal ein bisschen durchblickt. Dann haben wir noch den Missionsbericht, da kommen wir zu, wenn es soweit ist. Das ist jetzt aber noch nicht soweit. Dann haben wir das Dungeon Compendium. Dort könnt ihr dann reingucken, wenn ihr in ein Dungeon wollt oder einen Schlachtzug. Was machen die Bosse in den Dungeon oder Schlachtzug? Das wird euch da erklärt. Dann haben wir wie gesagt einfach nur noch die Spielzeugkiste. Da werden euch dann die ganzen Spielzeuge angezeigt. Wie ihr seht, ich habe erst 146 Spielzeuge. Auch da bin ich nicht so ein fanatischer Sammler. Muss aber jeder selber wissen, ob er Spielzeuge sammelt oder nicht. Wie gesagt, ist euch überlassen. Dann haben wir noch die Wildtierführer. Da stehen die ganzen Haustiere drin. Auch da habe ich noch nicht so viele Haustiere, glaube ich. Nick 327. Viele würden jetzt denken, oh Gott, das sind aber doch viele. Nein, sind es nicht. Es gibt wirklich Spieler, die haben da, weiß ich nicht, weit über 1000 Haustiere drin zu stehen. Ich habe noch nicht mal ansatzweise ein Drittel davon. Das darf man nicht vergessen. Ich habe wirklich teilweise auch Haustiere dreimal und nicht nur einmal. Und die haben die Haustiere wirklich nur einmal und das dann schon auf 25. Wie gesagt, muss jeder selber wissen, ob man sich diese Haustiere sammelt oder nicht. So, dann haben wir noch Reittiere. Auch da habe ich schon ganz, ganz viele gesammelt. Aber allerdings gibt es wirklich Leute, die haben noch viel, viel mehr. Ich habe jetzt 158. Man fragt sich jetzt natürlich, was will man mit 158 Reittiere? Ja, die Sache ist halt haben. Ne? Man hat es und gut ist. Dann haben wir noch Erbstücke. Erbstücke sind so eine Sache. Ich habe zwar welche, aber wir brauchen diese nicht mehr. Ich weiß nicht, warum Blizzard sie dann drin gelassen hat. Sie sind zwar schön, ja, und sie machen auch ein bisschen Schaden beim Leveln, aber sie sind eigentlich nicht mehr vonnöten. Früher waren sie vonnöten, da gingen die Level nicht bis 60, sondern bis 120. Und da hat es eine Weile gedauert, bis man halt mal so einen Charakter hochgelevelt hat. Und dann hat man die angezogen, weil man da wirklich einen XP-Bonus bekommen hat. Dieser ist leider von diesen Erbstücken mit Shadowlands entfernt worden. Heißt also, ich werde auch hier keine Erbstücke mehr verwenden. Ich habe sie zwar, aber ich werde sie nicht mehr verwenden. Und dann haben wir halt noch die ganzen Vorlagen, die ihr dann gesammelt habt. Die stehen da hier drinnen mit den ganzen Sets. Von bis, da könnt ihr dann hier reingucken, wo könnte ich eventuell noch ein Set-Teil rausbekommen. Wie ihr seht, ich habe noch nicht wirklich gesammelt, weil ich bin kein Transmogrifizierer. Sieht bei meiner Freundin wieder anders aus, die macht das unheimlich gerne, ihre dicke, fette Nachtelfe zu verkleiden. Aber wie gesagt, ich bin halt nicht der Typ für. Also so viel zum Thema für dieses Fenster. Lassen wir es dabei, sonst sind wir nächste Woche noch nicht fertig. Und dann haben wir, wie gesagt, noch unseren Rucksack. Aber da brauche ich einfach nur das B drücken, der wird dann aufgemacht, bei mir ist er jetzt leer. Bei euch müsste auch leer sein, da müsste jetzt überall 0 stehen. Ich habe hier jetzt nur noch mal die Haltbarkeit zustehen von meinen ganzen Sachen. Die steht momentan bei 100%, das heißt, die sind alle repariert. Heißt also, für ich kann auch dann eigentlich losgehen. Das hier unten sind einfach nur die Spezialisierung, die ich nachher später wählen kann. Und zwar Täuschung, Gesetzlosigkeit und Meucheln als Schurke. Wenn ihr da jetzt einen anderen... ja, eine andere Klasse habe, wie zum Beispiel Paladin, steht da was anderes. Da würde dann wahrscheinlich stehen Heilig Paladin, Vergelter und Schutz Paladin oder Krieger, genau das gleiche. Da würde dann stehen Schutzkrieger, dann der Furorkrieger und der Waffenkrieger würde dann bei euch unten stehen. Ja, also das ist immer unterschiedlich. Kommt ganz auf an, was für eine Klasse ihr spielt. Das mache ich mal noch ein bisschen weiter nach oben. So. Gut, dann haben wir hier links und rechts die Koordinaten bei mir. Die stehen momentan auf 0, weil wir ja im Moment im Anfangsgebiet sind. Dann steht dazwischen, wo wir sind. Wir befinden uns auf dem Weg zur Insel der Verdammten. Wir sind gerade im Nordmeer angekommen. Haben wir ja sehr schön an die Links gesehen. Gut, ich spiele definitiv mit Maus und Tastatur, also ich klicke nicht. Wie ihr das handhaben wollt, ist euch überlassen, ob ihr Klicker seid oder halt mit Tastatur spielt, ist wie gesagt euch überlassen. Da werde ich niemanden reinreden, jeder nach seiner Fasson, denn ihr sollt Spaß am Spielen haben und nicht andere. Ja, also wenn euch das zu viel ist mit den ganzen Gedrücke auf den Tasten, ist es völlig in Ordnung, wenn ihr dann klicken tut, mein Gott.
Lasst euch nichts anderes erzählen. Ne? So eine Gaming-Maus, wenn ihr eine richtig gute habt, ist genauso schnell wie ein Tastendruck. Es ist nun mal so. Gut, okay. Dann würde ich sagen, haben wir soweit erstmal hier alles erklärt, denke ich mal, im Menü. Questlog muss ich jetzt nicht wirklich erklären, denke ich mal, aber ich kann es gerne aufmachen. Das sieht bei euch genauso aus oder so ähnlich aus, dann steht hier an der Seite die ganzen Quests zu stehen nochmal. Und da könnt ihr dann nochmal reinschauen und nachlesen, wie die Quest funktioniert. Ne? Ihr könnt maximal, also ich kann maximal 25 Quests annehmen. Man sollte jetzt nicht wirklich 25 Quests im Questlog haben, weil die alle abzuarbeiten würden eine Weile dauern. Also, wie es am besten funktioniert, erkläre ich euch dann, wenn es soweit ist. Wir haben jetzt hier soweit erstmal uns im Menü jetzt umgeschaut, wie das soweit hier aussieht. Jetzt kommen wir nochmal fix hier zu dem Spielmenü. Dort haben wir einmal die Hilfe. Da könnt ihr dann draufklicken und sagen, lieber Blizzard oder lieber Kundensupport. Dann wird das Fenster hier geladen. Ich brauche mal ein wenig Hilfe. Dann steht hier drinne, was ihr für Probleme habt, ob technische Probleme und so weiter und so fort, ob ihr ein Ticket schreiben wollt oder nicht. Steht alles hier drinne, wie ihr das zu tun habt. Dann geht es weiter mit dem Shop. Da geht es einfach nur in den Shop rein. Da könnt ihr halt auch mal Sachen kaufen, wenn ihr wollt. Selbst erklären, muss ich jetzt nicht erklären. System. Warum System? Ganz einfach. Hier könnt ihr wirklich einstellen, ja, wie ihr das Spiel wahrnehmen wollt. Ihr könnt Voreinstellungen nehmen, ihr könnt es allerdings auch selbst einstellen. Bei mir steht wirklich alles auf Ultra. Ich habe damit gut und gerne im Schnitt, wenn ich mit dem Spiel spiele, ja, kommt immer ein bisschen darauf an, in welchem Gebiet ich bin, aber so im Schnitt um die 60 Frames in der Sekunde, was wirklich sehr gut ist. Ne? Weil alles, was über 60 Frames gibt, da gibt es nachher wirklich keinen Unterschied mehr. Wie gesagt, ich habe es bei mir so eingestellt. Ihr solltet wirklich gucken, dass ihr einfach nur auf Fenster Vollbild das habt und dann auf eure Auflösung das eingestellt habt. Auch diese Skalierung auf eure Auflösung eingestellt habt, das ist wirklich sehr wichtig. Und ansonsten habt ihr hier halt nur noch erweiterte Einstellungen. Da könnt ihr nochmal alles einstellen, wie ihr es haben wollt. Bei den Netzwerkeinstellungen könnt ihr alles einstellen, wie ihr es haben wollt. Bei der Sprache, wie ihr die Texte angespielt habt. Angezeigt haben, ob ihr das jetzt auf Deutsch haben wollt oder auf Englisch haben wollt, ist alles euch überlassen. Könnt ihr euch da so einstellen. So, jetzt gehen wir einmal zum Sound. Hier, ganz, ganz wichtig, die Seite könnt ihr so lassen, wie es ist. Ja, aber auf der Seite stellt da bitte eure Soundkarte ein. Bei mir wäre es zum Beispiel Lautsprecher Realtek High Definition Audio. Dann, ich kann meins wirklich auf 64 Bit hochsetzen und die Größe von dem Soundcage auf 128 setzen. Hier könnt ihr dann wirklich einfach nur noch die Gesamtlautstärke verändern, dann einmal den Sound, dann die Musik, die Umgebungsgeräusche und die Dialoge, ob die halt voller Lautstärke abgespielt werden sollen oder nicht. Gut, dann kommen wir zum Voice Chat. Was ist der Voice Chat? In WoW gab es früher sowas nämlich noch gar nicht. Das gibt es auch erst seit, ach, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube seit BFA oder seit Legion, keine Ahnung. Funktioniert nicht wirklich gut, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob sie schon geändert haben. Ich selber verwende Voice Chat nicht. Dafür habe ich Discord bzw. CS3, also Teamspeak. Wenn ihr in einer Gilde seid oder in eine Gilde rein wollt, denkt bitte dran, die meisten Gilden verwenden TS3 oder halt Discord. Die haben dann wirklich, wie gesagt, ihr eigenes, die nutzen sowas auch nicht. Na, also lassen wir dieses Voice Chat einfach mal weg. Gut. Okay, dann geht es weiter. Einmal Interface. Dort gibt es ein paar Sachen, die wir einstellen können. Aber nicht müsst. Also ich werde hier jetzt einfach schnell plündern einstellen. Heißt also, ich klicke das Ding bloß an und dann wird sofort alles geplündert, was in der Tasche ist. Ansonsten könnt ihr einstellen, automatisches Absitzen im Flug, fixiertes Ziel im Kampf soll angezeigt werden. Der eigene Kampf-Scroll-Text, das könnt ihr anklicken und so weiter und so fort. Dann hier die Anzeige, ob ihr jetzt mit Tutorials arbeiten wollt. Ich nehme das jetzt mal raus.
ob ihr mit Navigation im Spiel arbeiten wollt oder nicht. Lasst es am besten alles so stehen, wie es ist. Nur nehmt nur Sachen raus, die ihr halt nicht haben wollt. Dann die Auktionsleisten, welche euch angezeigt werden soll. Wie gesagt, Auktionsleisten bitte nur dann ändern, wenn ihr auch wirklich die Blizzard UI verwendet und keine andere. Wenn ihr eine andere verwendet, eine andere UI, bitte dann über das jeweilige Menü machen. Dann hier Namen. Ob die jetzt Namensplaketten größer angezeigt werden sollen oder halt ein bisschen schmaler, könnt ihr hier einmal raufklicken und dann wird das größer gemacht bei euch, wenn ihr die normale UI verwendet oder halt normal lassen. Das ist wie gesagt euch überlassen. Dann Kameraeinstellung, Wasserkollision, dann hier die Mauseinstellung, ob die umgekehrt sein soll, die Mausempfindlichkeit könnt ihr dort einstellen. Dann hier einmal die Zugänglichkeiten. Wie ihr liest, diese Option kann dabei helfen, das Spiel barrierefreier halt zu machen. Auch das könnt ihr eigentlich so weit lassen. Und dann haben wir hier noch das Schachzugsprofil. Da verändere ich grundsätzlich nichts. Das lasse ich grundsätzlich so, wie es ist. So, das Einzige, was ich immer schaue, was wirklich wichtig ist, ist bei mir bei Grafik. Und zwar Schlachtzüge und Schlachtfelder. Manchmal ist das Problem, dass wenn ihr in Schlachtzügen seid, wirklich, es gibt dort wirklich immens viele, wie sage ich so schön, Wohneffekte. Feuer, Rauch, Blitze und so weiter. Das ist alles das, was eine Grafikkarte in höchstem Maße beansprucht. Und ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr in so einen Schlachtzug reingeht, ihr geht da nicht alleine rein. Ihr geht mit einer Gruppe von, ich sage jetzt mal, ab 10 Leuten rein. Und wenn ihr mit einer Gruppe reingeht, die zum Beispiel komplett ausgefüllt ist, dann seid ihr um die 20 bis, ich glaube, sogar 30 Spieler in einem Schlachtzug. Und wenn dort alle drinnen casten, dann kann es auch mal passieren, dass selbst eine gute Grafikkarte mal schnell Probleme bekommt. Deswegen grundsätzlich einstellen bei Schlachtzüge und Schlachtfelder die empfohlenen Einstellungen. Macht das einfach, stellt sie einfach runter auf 5. Wie gesagt, ich habe die Grundeinstellung auf 10. Schlachtzüge und Schlachtfelder habe ich um die Hälfte reduziert, weil ich möchte gerne mit vernünftigen Frames dort durchgehen. Ich möchte keine Hacker in den Schlachtzügen haben und so weiter und so fort. Das ist die einzigste Empfehlung, die ich euch geben kann. Ja, da solltet ihr wirklich ein bisschen drauf hören, weil sonst kann es nämlich passieren, egal was für eine gute Grafikkarte ihr habt, dass die dann wirklich Probleme bekommt. Okay, so. Dann haben wir noch Makros. Das ist eine Sache für sich. Erkläre ich dann mal bei Zeiten. Makros sind einfach nichts weiter als Zauber auf eine Taste gelegt. Mehr ist es nicht. Dann habt ihr hier nochmal eure Addons, die ihr anhabt für euren Spielecharakter. Da könnt ihr sie an- und ausschalten, wenn ihr wollt. Und dann habe ich hier noch einen Reiter zu stehen. Den habt ihr nicht. Den habt nur ich, weil ich Elf UI verwende. Solltet ihr kein Elf UI verwenden, dann habt ihr dieses nicht. Bei Elf UI, da ist mein ganzes Menü drin, worüber ich mir das alles einstelle. Ja, weil ich benutze nun mal die Elf UI Sachen und ich benutze dafür die Blizzard UI nicht. Gut, ich werde hier jetzt bloß noch mal fix einstellen bei den Aktionsleisten. Halt, fangen wir doch an. Und zwar die Tasten. Ich möchte gern 12 Tasten haben und nicht nur 8. So, zack. Gut, damit sind wir bei den Einstellungen erstmal soweit fertig. Ich denke mal, ich habe euch soweit alles erklärt, wie ihr das alles einstellen könnt. Alles andere machen wir dann in dem nächsten Part. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen angenehmen Nachmittag und sage bis zum nächsten Mal, euer Gurkenbustav. Bye, bye.